Moin, willkommen auf meinem Kanal, die Allrounderin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit der Leni. Jetzt kommt Teil 5 dran, der Zylinderhalter. Und dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß und nachher sehen wir uns nochmal zum Abspann. Mal die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Da kommt ein neues Teil auf uns zu. Das ist die Nummer 7. Das ist dieses Teil hier. Ah, wieder ein Grat. Den müssen wir erstmal wegmachen. Eben. So, das ist schon mal das Piegelteil, was wegkommt. Und das kommt nachher hier hin. Das heißt, das kommt wieder raus. Und dann kommt das so nachher da rein. Na, da bin ich aber gespannt. Wie soll das denn passen? Die Fräsung ist viel zu klein. Aha, die muss man erstmal noch auffeilen. Da passt das vielleicht oder was? Nee, auch nicht. Das finde ich nicht so nett. Das sind nur 1,8. Aha. Das könnte vielleicht noch passen mit Hängen und Würgen. Ja, das passt. Das passt ganz gut rein, aber das hier oben, das passt ja gar nicht. Also eigentlich hieß es, die Fräsungen wären fertig, aber auch die sind nicht fertig. Da muss man noch mal an beiden Seiten etwas feilen. Wie macht man das jetzt am besten? Nimmt man das von dem hier oben ab. Wie soll ich denn das da drinne, dass da ist man ja. Zwei Stunden später. Auch wenn Messing weich ist, aber das verstehe ich nicht so ganz. Warum man das nicht passend gemacht hat. Da sind ja Fehler vorprogrammiert, weil wie soll man das denn genau hinkriegen, dass auf beiden Seiten gleichmäßig was weg ist. So, jetzt ist das soweit. Vielleicht ist das auch nur ein Grat gewesen oder so, keine Ahnung. Aua. Aber im Grunde genommen müsste das da jetzt reinpassen. So. Reinklubbeln. Das sieht gut aus. Das sitzt, das passt. Das wackelt und das hat Luft. Ich glaube, da wird gar nichts gemacht hier oben. Da wollen wir noch mal machen. Hübsch machen.
Ja, jetzt muss man mal gucken. Die Löcher sind auch noch nicht richtig. Nee. Vorgelöchert ist, aber so 2,2 und 3,2. Achso, von da. Mhm. Das soll ja hier bündig sein. Ah ja. Gut. Dann kann ich das Maß nehmen. So, genau in der Mitte. Halt schon. Ja. So, Dalle, angezeichnet, die sind ja alle da. Die werden jetzt nur aufgebohrt und das eine wird noch durchgebohrt und ist nachher auch wohl nur eine Fixierung von oben. Und das machen wir jetzt erstmal. Nach dem Bohren und Senken sieht das jetzt so aus. Ist mit dran, wird nachher auch wieder verlötet miteinander noch. Das ist hier aufgerieben worden nochmal, wie die Anleitung es halt sagt. Und damit ist das erstmal soweit fertig. Und nun werden wir zum nächsten Schritt gehen. Das war es jetzt wieder. Das Video war diesmal ja zum Glück nicht ganz so lang. Und außer dem Rumgefeil ging das eigentlich auch recht ganz gut. Also ging es gut von der Hand, so rum wollen wir es mal sagen. Beim nächsten Mal werden wir noch ein Blech biegen. Das wollte ich eigentlich jetzt machen, aber da kam eben jetzt erstmal noch die Zylinderplatte da in Weg, weil ich die schon beim letzten Video gezeigt habe, dann machen wir das, verschieben wir das eben und machen das beim nächsten Mal, biegen wir noch ein Blech und dann wird noch eine zweite Halterung gebaut, die gucken wir uns noch an und das wird wohl ein Video werden und danach fangen wir dann endlich an mit der Umsteuerung, dass wir da die ersten Teile bauen. Freut euch drauf, wer es noch nicht gemacht hat, darf gerne ein Abo da lassen, freut mich drüber, wie immer. Kritik und Anregungen sind gerne gesehen. Schreibt sie einfach in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend bzw. einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und sage nur noch bis dann, eure Allrounderin.